Ja, herzlich willkommen und ich werde gleich loslegen. Zwei Themen hat mir zugeteilt, Blockchain und AI, beides total gehypte Themen. Ich war überrascht darüber, vor allem über das Erste. Sage ich mal ganz kurz was zur Blockchain, die aus technischer Sicht momentan in den letzten Monaten immer mehr und mehr in Verruf geraten ist. Immer mehr und mehr Elemente entdecken wir, die doch problematisch sind. Was ist eine Blockchain? Ganz einfach, es ist eine Aufzeichnungsmöglichkeit und diese Aufzeichnungsmöglichkeit darüber, was da reinkommt in diese Blöcke, darüber entsteht Konsensus durch einen Algorithmus und somit kann man sagen, in der Blockchain ist die Wahrheit. Aber das ist die Blockchain-Wahrheit. Was diese Wahrheit draußen wert ist, ist damit nichts gesagt. Und damit ist auch das große Problem der Blockchain eigentlich schon gesagt. Sie funktioniert mittlerweile etwas im Bereich von Geld mit ganz viel Kriminalität durchsetzt mit diesen Coins. Und ich habe dann versucht, mir zu überlegen, was kann der Einsatz von Blockchain in der Kunst bewirken. Bin dann, ja, eine erste Idee wäre, wir können die Autorenschaft sichern. Jemand kann ein Bild seines Werkes machen, in eine Blockchain einfügen und dann steht es dort für die Ewigkeit. Nun gut, wenn jemand eindringt und der andere macht das Foto von dem Werk, dann steht ihm der andere als Autor drin und das kriegen wir auch nicht mehr raus. Also das ist sehr problematisch, dieses Verhalten dort und bringt wahrscheinlich für die Kunst auch nicht allzu viel. Micropayments wären für die Kunst sehr schön, der Künstler kann direkt verkaufen, aber das hat auch mit Kunst nichts zu tun, das ist ein allgemeiner Zahlungsmechanismus. Also kurzer Sinn, für mich war Blockchain eine Lösung, die im Bereich Kunst nach einem Problem sucht und eigentlich noch kein großes gefunden hat. Vielleicht wäre das subversive Einschleusen von Informationen in Blockchains noch eine künstlerische Möglichkeit, aber ansonsten nicht allzu viel. Ja, dann würde ich gerade zur künstlichen Intelligenz gehen. Das ist ja ein viel heikleres Thema, das berührt Kernbereiche künstlerischer Tätigkeit, die Produktion. Sie haben vielleicht den Schock erlebt, Style Transfer. Durch AI, man kann praktisch einen Künstler sein, den Stil eines Künstlers antrainieren und dann auf andere Bilder übertragen. Ich glaube, das war so eine Schockwelle, die durch die Kunstgemeinde gegangen ist. Mittlerweile kann man epochentypische Werke herstellen, die also auch Kunstexperten dann sagen würden, ja, da sieht man doch die Merkmale und so. Na gut, das sind Muster, das ist keine Frage, aber ist das jetzt Kunst? Werden wir nachher noch ganz kurz ansprechen. Nvidia hat vor 2 Tagen verkündet, jetzt sind alle Künstler. Denn sie haben ein neues Softwarepaket rausgepackt, 3-4 Striche auf dem Bildschirm und Nvidia füllt die Landschaft oder was auch immer rein. Sie können den Verfremdungsgrad wählen und so weiter, sodass sie auch eine gewisse Entfremdung reinbringen können. Und wenn Sie jetzt Serien anschauen, muss das immer schlecht sein? Nein, die Game Art, der Inhalt, der dort entsteht, der kann in der Menge auch nur noch so erzeugt werden. Es ist so eine Industrialisierung von Kunst oder kunstartigen Dingen, die da entsteht, würde ich mal sagen. Aber die Künstler werden sich in Zukunft damit auseinandersetzen müssen. So, vielleicht noch ein kleines bisschen zur Problematik dahinter. Die Problematik der Blockchain, habe ich gesagt, sie hat eine Wahrheit, aber sie ist in der Blockchain drin und sie hat mit der Wahrheit in der Welt nichts zu tun. Sie können eine Lüge reinstellen und sie wird die Lüge bewahren, die Blockchain. Was ist das Grundproblem an der KI? Wenn Sie anschauen, die KI betrachtet Realität, lernt und optimiert. Und in ihrem Einsatz führt das letzten Endes zur Replikation des Bestehenden. Das heißt, Big Data und KI haben eine inhärente Kraft, das Bestehende nicht zu sprengen, sondern zu replizieren, replizieren und replizieren. Und das ist vielleicht wirklich eins der problematischen Elemente daran. Denken Sie an das amerikanische Justizsystem, wo über die Chance eine Bewährung, eine statistische Software entscheidet. Die sagt, naja, 30% der Schwarzen werden häufiger rückfällig und dann ist keine Einzelbeurteilung. Da wird eine soziale Situation dann repliziert und repliziert. Und da würde ich mal sehen, das wäre vielleicht eine Einsatzmöglichkeit für Kunst, genau in diese Schwachstelle einzudringen. Sich nicht zu vergleichen mit der Maschine, oh, der Künstler, bin ich noch kreativ oder ist die Kreativität, sondern diese Schwachstelle anzubohren und zu sagen, lasst uns doch andere Möglichkeiten entwerfen, diesen immer Replikationszyklus der AI zu durchbrechen und sagen, wir nutzen unsere Kreativität, um neue Wege zu gehen, alternative Welten zu entwerfen und nicht nur das Bestehende permanent zu replizieren.
Das waren so die beiden Schwachpunkte in Blockchain und in AI, die ich so ein bisschen entdecken konnte und die auch problematisch sind für die Verwertung, auch für die Kunst. Dankeschön.